grüß euch und herzlich willkommen in meiner Weihnachtsbäckerei. Es gibt so viele Spitzbaumrezepte. In jedem Heftal habe ich welche und auch jedes Spitzbaumrezept geht anders. Deswegen habe ich im Internet gesucht, das beste Spitzbubenrezept der Welt. Da bin ich fündig geworden. Ich glaube, Omas Plätzchen oder so heißt das. Und da steht das beste Rezept der Welt drinnen. Probiert es, macht es nach, dann so schreibt es mir rein, was wirklich das Beste der Welt ist. Und ich probiere es jetzt auch. Los geht's. Viel Spaß beim Zuschauen. Für eine kleine Portion meiner Spitzbuben brauche ich 75 Gramm Mehl, 25 Gramm blanchierte gemahlene Mandeln, 40 Gramm Puderzucker, eine kleine Prise Salz, ein bisschen Zitronenabrieb, 50 Gramm Butter und ein Eigelb. Und all diese Zutaten arbeitet man schnell zu einem Mürbteig zusammen. Das Mehl, Puderzucker. Und wenn ihr sagt, das ist ja schon ganz wenig Teig. Ich habe so viele Plätzchen und so viele neue Plätzchen, dass das wirklich sonst zu viel wird. Wir können das gar nicht mehr veressen, verschenken oder sonst irgendwas. Ich möchte euch ja nur zeigen, was die schönsten sind, die besten sind. Deswegen mache ich nur ein bisschen was. Ihr könnt es ja auch jederzeit die Portion vergrößern. Das nehmt ihr halt mal 2, mal 3, mal 4. Die Mandeln. Da nur eine ganz kleine Prise Salz. Ein Zitronenabrieb. Ihr könnt auch einen frisch geriebenen Zitronenabrieb nehmen. Ich finde immer diese geriebene Zitronenschale ganz praktisch und die gibt wirklich ganz viel Aroma. Die Butter hackt man rein. Das Eigelb dazu geben. Alles ein bisschen zusammenmischen, ein bisschen abbröseln. Und den Teig rasch verkneten. In eine Frischhaltefolie einwickeln und mindestens eine Stunde in den Kühlschrank geben. Für meine weltbesten Spitzbuben den Teig 3 mm dick ausrollen. Normalerweise nimmt man jetzt ein Förmchen her, das größer ist als das und zwei Augen und einen Mund drin hat. Deswegen ja Spitzbuben, weil die spitzbübig lächelt, dieses Plätzchen. Aber da ich sowieso nicht so viel Teig habe, nehme ich kleinere Förmchen her. Und mein Spitzbub, der hat dann bloß ein Loch. Und mein Loch geht so. Dann nehme ich ein Röhrchen her von den Vanillestangen und stich einfach in der Mitte ein Loch aus. Und mit einem Zahnstocher oder einem Steckerln tue ich, oder ein Spießchen, tue ich das immer wieder raus und wieder das nächste ausstehen. Bei 160 Grad Umluft kommen sie jetzt für 10 Minuten in den Ofen. Uiuiui, jetzt hätte ich es bald übersehen. 10 Minuten habe ich eingestellt, aber nach 10 Minuten sind die schon so braun. Also 8 Minuten dann reicher. Ich glaube, jetzt werden sie nicht mehr die weltbesten Spitzbuben. Naja, dann haben sie halt die zweitbesten der Welt. Bestrichen werden die Plätzchen nun mit einem guten Johannisbeergelee. Über die Oberteile streuen wir jetzt einen Puderzucker.
die setzen wir jetzt auf die Unterteile. Und schon merkt man wieder nichts, dass eigentlich außen noch ein bisschen zu braun waren. Und schon sind es wieder Omas Lieblingsrezepte, das die besten Spitzbuben der Welt. Und so schaut's aus, wenn sie fertig sind. Meine Spitzbuben. Müssen nicht die besten der Welt sein. Hauptsache sie schmecken. Viel Spaß beim Nachbacken. Für dich.